Wir sind jetzt in Swinemünde und ihr habt gerade gesehen, dort ist der Hafen. Der Marinehafen ist noch ein bisschen weiter dahinter. Den gibt es immer noch, jetzt eben polnische Marine. Und hier ist der Stadtpark. Und in diesem Stadtpark, da haben zur damaligen Zeit im März viele Flüchtlinge unter offenem Himmel kampiert, gelagert und haben dort gewartet, bis sie die Schiffe hier besteigen konnten. Hier lagen viele Flüchtlingsschiffe auch vor Anker und es drängten sich Menschen in die Stadt, 100.000. Nun ja, und dann kam es zu dem verhängnisvollen Angriff am 12. März und jetzt gehen wir mal in den Park und gucken, ob wir noch irgendwelche Rückstände finden. Ja, jetzt sind wir hier. Hier muss es gewesen sein. Und ich würde sagen, wir schlagen uns jetzt mal ein bisschen ins Dickicht, gucken, ob wir was finden. Von Erfolg gekrönt? Ja, ich war hier schon mal. Ich habe hier schon mal was gefunden, aber damals, als ich hier war, da war hier nicht so viel Gestrüpp. Ein Knochen. Ja. Und jetzt sind mal die Mediziner gefragt. Guck mal hier bitte. Hier, das ist auf jeden Fall ein Knochen. Das ist halt die Frage, woher der stammt. Ne? Der ist relativ groß und er ist relativ glatt abgeschnitten hier. Man sieht auch noch hier eigentlich Spuren von Schneidwerkzeugen. Könnte halt auch ein, also wahrscheinlich ist es ein Tierknochen, würde ich mal sagen. Aber ich habe hier eben auch schon andere Knochen gefunden, kleinere. Ist jetzt die Frage, was verbirgt sich dahinter? Ne? Ich suche noch mal ein bisschen weiter. Hier habe ich ein paar Scherben gefunden auch. Oh, das ist doch ganz niedlich. Also das können noch Hinterlassenschaften sein der Flüchtlinge, die hier lagerten. Wer weiß, vielleicht, ich meine, die haben auch wahrscheinlich ihre Viecher dabei gehabt, ne? Haben sie vielleicht auch geschlachtet. Dann gehen wir ein bisschen weiter gucken noch. So, übrigens, wir stehen jetzt ja hier in diesem Brennnesselfeld, ne? Da möchte ich vielleicht nochmal auch euch darauf hinweisen, Freunde, Brennnessel ist eine sehr gesunde Pflanze. Guck mal hier, man kann die tatsächlich. Tu es nicht, doch. Hat einen ganz speziellen Geschmack und ist sehr, sehr gesund. Man sagt, Brennnesseln seien mit die gesündesten Pflanzen, die man sich so vorstellen kann zu essen. Wenn man sich daran gewöhnt, sowas wie häufiger zu essen, da wird man auch vielleicht wieder gesünder. Ne? Also die kleinen, oben, die spitzen, die sind ganz gut. Oh, hier. Guck, das ist doch ganz eindeutig. Ein Knochen könnte hier Speiche sein. Aber der sieht ganz schön mächtig aus. Jetzt ist auch hier die Frage, handelt es sich hier um einen tierischen oder einen menschlichen Knochen? Ja, vielleicht ist es auch ein Schienbein oder ich weiß gar nicht genau. Dazu kenne ich mich jetzt zu wenig so aus mit der Anatomie. Ja. Noch ein Stück Knochen, guck. Und auch schon sehr verwittert, ne? Ist einiges. Das wäre mal interessant. Ich weiß nicht. Ich glaube, es gab noch nie irgendwelche wirklichen Untersuchungen hier. Ich habe mal so ein bisschen danach geguckt, aber nichts ist konkret gefunden, ob das hier untersucht wurde, was man hier findet. Weil, dass man hier Knochen findet,
Das haben wir jetzt ja unter Beweis gestellt. Und hier wieder altes Steinwerk. Wäre auch interessant, ne? Woher das kommt. Aus welcher Zeit das ist. Ist das von vor dem Krieg oder hinterher? Ich meine, wäre auch denkbar, dass hier polnische Abfälle hingeschmissen wurden. Und hier auch wieder ein großer Knochen. Der sieht jetzt, hier guck doch mal. Der sieht jetzt aber, also da würde ich nicht sagen, dass der von den Menschen ist, ne? Was könnte das sein? Da keine Rohrleitung? Nee, das sieht da ein Knochen aus. Ja, das ist hier, guck mal da, diese Struktur, das ist ein Knochen. Aber eben hier wieder so abgetrennt, also. Ja, Mediziner vor. Sag mir bitte, worum es sich hierbei handelt. Hier ist Steingut. Ach, hier noch ein. Au, verdammt nochmal. Schöne Scherbe. Wir stehen jetzt hier am Fuße des Golm, glaube ich, so nennt sich das jetzt hier, die Erhebung. Und hier ist ein Informationsplakat, eine Informationstafel über diese Ausstellung. Was ich gut finde, es ist tatsächlich, es wird ganz klar benannt, hier gab es einen verheerenden Luftangriff, ja, tausende zivile Opfer eines verheerenden amerikanischen Luftangriffs auf Swinemünde. Es wird aber nicht genau gesagt, wie viele denn eigentlich. Wir sind doch eigentlich gewohnt, dass man immer ziemlich schnell eine Opferzahl hat. Ja, 6 Millionen zum Beispiel oder 36.000 oder irgendwas in der Art. Hier wird von tausende zivile Opfer geschrieben. Ich habe gelesen, es sind irgendwie zwischen 7.000 und 10.000, von denen man hier spricht. Dann ist auch interessant, dass hier wird geschrieben, der Bombenopfer, die ihre letzte Ruhestätte im heute nicht mehr existierenden Gräbern in Swinemünde fanden. Was ich auch gut finde. Es ist hier ein Holzkreuz, steht hier ein großes, mahnt in Sichtweite der polnischen Grenze zur Versöhnung über Gräber und Grenzen hinweg. Naja, das ist ein bisschen merkwürdig auch, weil wir wissen ja, dass mit den Grenzen ist alles gar nicht so ganz geklärt. Und eine Versöhnung kann es erst geben, wenn klar ist, was war eigentlich los. Hier wird zwar beschrieben, was los war, aber die Tragweite ist noch gar nicht so ganz bewusst, ne? Was das eigentlich bedeutet. Hier tausende ziviler Opfer, dort Tausende, dort Hunderttausende vielleicht. Naja, und dann die ganzen Verschleppten, Vergewaltigten, Vertriebenen, Gefolterten, Gemarterten, Ermordeten nach dem Krieg. Erst dann kann eine Versöhnung möglich sein, wenn das geklärt ist. Das geht dann nicht darum, dass man dann nach Rache gelüstet, sondern dann kann man erst versöhnen, wenn das geklärt ist. Was ist denn passiert und wer hat gelitten? Das Leid der anderen haben wir jetzt zu Genüge schon besprochen. Jetzt geht es darum, auch mal unser Leid zu benennen. Ja, schauen wir uns mal an, was wir zu unserem Leid hier oben finden. Wie man sieht, gibt es hier verschiedene Gräber. Einmal gibt es einen Marinefriedhof, einen Soldatenfriedhof, dann den Friedhof für die zivilen Kriegsopfer und der Friedhof der Unbekannten. Ja, das sind die Opfer der Bombardierung. Wir schauen uns alles mal an. Das ist ja über mehrere Jahre hier gewachsen. Gut, dass es hier so etwas gibt, auch wenn es etwas versteckt ist, aber es ist da. So, das ist jetzt das Feld für die unbekannten Toten des Bombenangriffs. Hier auf dieser Tafel ist es auch sehr gut beschrieben. Ja? Wir gedenken der vielen unbekannten Toten, die am 12. März 1945 in Swinemünde ums Leben kamen und hier in Sammelgräbern der Erde übergeben wurden. Swinemünde war eine oder ist immer noch eine bedeutende Hafenstadt und früher auch Stützpunkt der deutschen Kriegsmarine. Es heißt, dass bei diesem Angriff hauptsächlich die Schiffe versenkt werden sollten, die dort lagen. Es waren auch viele Flüchtlingsschiffe dort. Und in der Nähe des Hafens befindet sich mein Park. Und in diesem Park, da haben tausende Flüchtlinge kampiert. Und die wurden auch getroffen. Es heißt versehentlich, weil eine Wolkendecke dann über der Stadt lag und die Bomber nicht sehen konnten, wo sie ihre Last abwerfen. Wer es glaubt. Aber es kann ja sein. Nun, hier wird ihrer gedacht. Und gut finde ich auch diese Inschrift. Sorgt ihr, die ihr noch im Leben steht, dass Frieden bleibe.
So, und damit sind ja ganz klar wir angesprochen. Wir stehen noch im Leben und ich fühle mich lebendiger denn je. Es ist unsere Aufgabe, zu sorgen, dass Frieden bleibe. Erstmal muss Frieden hergestellt werden. Ich denke, das ist unsere erste Aufgabe. Und dann können wir dafür sorgen, dass er bleibt. Es ist unbequem und man hat gegen viele Widerstände zu kämpfen. Das ist allerdings der Preis und das muss sein. Und wir müssen jetzt kämpfen. Jetzt ist die Zeit, um Frieden zu schaffen. Hier drüben auch sehr eindrucksvoll Namen, wenn Sie die Namen herausfinden konnten. Deutsche Namen, deutsche Opfer, eine Liste deutscher Toter. So etwas habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe gelesen, dass dieses kein Kupfer mehr ist, sondern Plastik, weil das war zuerst Kupfer, aber dann kamen hier Metalldiebe her und haben die Platten abmontiert. Ich meine, wir sind nicht weit weg von Polen, ne? Das hat damit vielleicht nichts zu tun. Jetzt haben sie hier eben Plastik hingemacht. Also so viel zum Thema Respekt vor den Toten. Nun ja, schauen wir uns mal ein bisschen weiter um hier. Haben wir eine Statue, die heißt die frierende Frau. Und sie sollte erst nicht hier aufgestellt werden. Ich habe irgendwie gelesen, 1984 sollte sie eigentlich hier hin, aber da hatte dann die damalige Regierung was gegen. Sie wurde dann ohne Baugenehmigung hier aufgestellt. Und sie steht immer noch hier. Und wenn man diese Frau so anblickt und versucht, sich mal in ihren Schmerz hineinzufühlen, ja, leerer Blick, ein Mantel, aber es ist viel zu kalt. Möglicherweise hat sie ihren Mann verloren und ihre Kinder ist über die zugefrorene Ostsee geflüchtet. Und jetzt steht sie hier, vorm Nichts. Heimat verloren, alles verloren. Und jetzt steht sie hier und durfte auch nicht mal ursprünglich hier stehen. Und mutigen Menschen ist es zu verdanken, dass sie doch hier hingestellt wurde. Und wie ihr seht, sie steht noch. Und wir sind es doch dieser Frau schuldig, für Gerechtigkeit zu sorgen, für Frieden zu sorgen. Jetzt befinden wir uns hier in dem zentralen Gedenkort. Hier sollen Gedenkveranstaltungen auch stattfinden können. Dort haben wir die Möglichkeit, eine Kränze aufzuhängen. Auf der anderen Seite, da war ein Spruch an die Wand angebracht. Ich habe jetzt vergessen, was da stand, aber offenbar wurde das entfernt. Ob das jetzt fachmännisch oder von Metalldieben oder von deutschen Feinden abgemacht wurde, keine Ahnung. Wahrscheinlich waren es auch Metalllettern. Nun, hier in der Mitte, wahrscheinlich auch für Kränze geeignet, sehen wir hier Frevelei. Hier wurde etwas zerschlagen, wahrscheinlich wie ein Licht mit einer Kerze drin. Feuer gemacht, abgefackelt. Die Inschrift, weiß ich nicht genau, 23.000 Tote des Zweiten Weltkrieges mahnen. Jetzt wissen wir natürlich, dass im Zweiten Weltkrieg viel, viel mehr ums Leben gekommen sind als 23.000. Das bezieht sich vielleicht auf Swinemünde, auf den Bombenangriff. Und da sind dann vielleicht alle mit gemeint, also die Zivilisten sowie auch die Soldaten. Aber das könnte man doch mal nachlesen. Also wenn ihr es wisst, schreibt es bitte rein. Insgesamt, wenn man sich diesen Ort hier anschaut, wirkt das eher merkwürdig. Also nicht einladend und nicht des Anlasses würdig. Ja, dieser abgebröckelte Beton da drüben, man sieht die Armierung da drin,
das ist alles so lieblos, so nicht gepflegt. Und ich meine, der 12. März liegt nicht so lange zurück. Also wieso hängt jetzt hier keine Grenze mehr? Ich weiß noch, wenn in Berlin der Opfer des 9. November gedacht wird, dann bleiben die Kränze monatelang an den entsprechenden Mahnmalen, bis sie richtig vertrocknet sind. Das haben wir in Nürnberg auch gesehen, am Platz der Opfer des Faschismus. Ja, ein ganz vertrockneter Kranz. Warum ist hier nichts? Fand hier keine Kranzniederlegung statt, keine Erinnerungsveranstaltung, keine Gedenkveranstaltung am 12. März? Ja. Kann man sich ja vorstellen. Erschütterndes Beispiel, auf welche Art und Weise Geschichte geschrieben wird. Positiv ist hervorzuheben, es wird der Bombenkrieg dargestellt und auch verurteilt. Bombenkrieg im Zweiten Weltkrieg. Jetzt geht's aber los. Der Luftkrieg gehört zu den prägenden Gewalterfahrungen des Zweiten Weltkrieges. Der Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann mit der Bombardierung der unbefestigten südpolnischen Kleinstadt Wieluń durch deutsche Sturzkampfbomber. Also hier scheint das jetzt so, als hätten die Deutschen angefangen damit. Das Bremerhaven, nicht Wilhelmshaven, glaube ich, zuerst bombardiert wurde von England. Kein Wort davon. Dann geht es weiter. Warschau, Rotterdam, Coventry, Hamburg, Dresden und Hiroshima stehen symbolisch für die massenhafte Zerstörung von Städten. Es wird alles zusammengepackt, ja? Als ob das alles eins war. Und mit Hamburg und Dresden haben wir zwei deutsche Städte, aber die deutschen Verluste waren ja sowas von unglaublich viel höher. Wenn wir uns diese Bilder hier angucken, hier eine Aufnahme, Luftaufnahme von Warschau. Ja, das zerstörte Warschau, dann haben wir hier unten das zerstörte Rotterdam und erst jetzt haben wir Dresden. Also auch das zeigt schon, ja, wie hier die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Dann haben wir hier in ganz Europa, forderte der Bombenkrieg etwa 600.000 Tote. 600.000 kann man fast für Dresden allein zählen, ja, oder vielleicht auch mehr, es gibt ja unterschiedliche Schätzungen da. Also es wird alles zusammengepackt, alles zusammengewurstelt. Und ja, das ist die moderne Geschichtsschreibung. Ja? Aber wir ändern das jetzt. So, wir haben jetzt die Auflösung, die Inschrift, die in dem Rondell da oben fehlte. Dort stand, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint. Das war dort hier unten, ne? Angeschrieben, angeschlagen. Und das wurde mehrfach zerstört. Zuletzt am 27. Juli 2010. Dort wurden die Buchstaben rausgerissen und zum Teil zerstört auf die Gräberfelder geworfen. Wie verkommen muss man sein, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint? Wie hasserfüllt müssen Menschen sein, die so einen Spruch abreißen? Und nicht etwa, weil sie das Metall brauchen, um daraus sich Schwerter für den Kampf für ein freies Deutschland zu schmieden, sondern einfach nur aus Hass und Wut wegschmeißen. Vorher wurden Bronzebuchstaben rausgerissen und die wurden mitgenommen. Wahrscheinlich geklaut. Ja, also, wir sind hier ganz im Osten, ja, also Mitteldeutschlands. Wer weiß, wer hier rüberkommt und das dann abmontiert und mitnimmt. So viel zum Thema offene Grenzen. Ne? Ist jetzt 2010 passiert, wir haben jetzt 2018, also 8 Jahre später ist noch nichts neu angebracht worden da oben. Stellt euch mal vor, was wäre, wenn im Holocaust-Mahnmal in Berlin die Stelen kaputt gehen. Die werden sofort gepflegt, natürlich werden die sofort gepflegt. Hier, deutsche Opfer, 8 Jahre. Hier ist das Besucherbuch. Extra gedruckt hier, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wir schlagen mal eine Seite auf. Hier ist ein Beispieleintrag. Der ist auf jeder Seite zu sehen. Ja, also diese Michel-Meyer-Hof haben wir überall. Und wir sehen hier weiter auch ein Beispieleintrag.
Wir gedenken aller Kriegsopfer auf der ganzen Welt. Ihre Gräber sind für uns heute Mahnung zum Frieden. Das ist falsch. Hier gedenken wir nicht aller Kriegsopfer. Hier gedenken wir deutscher Kriegsopfer. Denn das ist der Ort dafür. Auf der ganzen Welt, meinetwegen, kann es bleiben, denn die sind überall gestorben. Dass das hier als Foto drin ist, ist Gefühlsmanipulation. So sollen wir dazu gebracht werden, Krieg als etwas pauschal Schlimmes zu sehen, wo man beten muss dafür, dass sowas nie wieder passiert und sich an den Händen fassen muss und Kerzen anzünden muss dafür. Das stimmt aber nicht. Das ist Irreführung. Deswegen werde ich jetzt überall hier Deutscher eintragen, um darauf aufmerksam zu machen, was hier eigentlich passiert. Denn schließlich wurden die Deutschen bombardiert, vertrieben, vergewaltigt, umgebracht, eingesperrt, wie keine anderen, in einer Zahl, die unvorstellbar ist. Und das hier ist wieder mal die reinste Verhöhnung. So.